Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein kurzes Produktvideo. Und zwar hat mir die Firma Shapeheart eine Handyhalterung zugeschickt. Das ist übrigens die hier. Und die wollte ich heute mit euch gemeinsam genauer anschauen. Ja, das ist die Verpackung. Mit drin enthalten ist eine wasserdichte Handyhülle mit einem Magneten hinten drauf. Eine Tasche. In der Tasche eine Lenkerhalterung. Ein Imbusschlüssel mit den verschiedenen Aufsätzen für alle gängigen Lenker. Ja, so wie ich bei denen auf der Seite gesehen habe, gibt es noch ein anderes Produkt. Und zwar dasselbe, bloß halt ohne der Tasche. Da gibt es halt dann einen Magneten, den man hinten aufs Handy klebt und dann das Ganze einfach an der Halterung befestigt. Ich finde das Ganze eine ganz geile Sache, muss ich sagen. Dass man jetzt halt nicht unbedingt immer sein Handy da mit irgendwelchen Gummibändern da befestigen muss, wenn man irgendwie schnell was eben kurz tanken will oder sowas. Man nimmt einfach das Handy ab, zack, fertig. Und das Ganze soll bis 220 km/h halten. Das kriege ich natürlich jetzt mit meiner Sporty nicht hin. Aber ich denke mal, das wird wohl so stimmen. Ja, eine Langzeiterfahrung habe ich jetzt natürlich nicht damit. Heute ist der erste Tag, dass ich das jetzt verbaut habe und damit unterwegs bin. Das wird sich dann die nächsten Tage noch zeigen. Oder besser gesagt diese Saison, diesen Sommer. Weil das Teil kommt mir eigentlich genau gelegen, weil ich diesen Sommer sehr viel vorhabe. Aber das werdet ihr noch alles diesen Sommer mitbekommen. Ja, Freunde, wer eine gute Handyhalterung für sein Moped sucht, ich verlinke das Ganze unten. Und da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und viel Spaß. Ciao.